heute versuche ich, ein Pet Simulator X-Feld zu finden, der besser ist als das originale Spiel. Aber was ich dabei gefunden habe, ist einfach nur verstörend. Neuer Bereich: Pet Trading Card Simulator oder Pet Simulator Z, wie wir es alle kennen. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein und schauen einfach, ob sich da irgendwas geändert hat. Okay, Leute, das ist tatsächlich, naja, so ein klassisches Pet Simulator Z, wie wir es kennen, mit diesem Cinco de Mayo Event. Und wir haben natürlich wieder einen Titanic Balloon Monkey zum Start, ganz klar. Aber was haben wir hier noch? Ein Anniversary Gift for free einfach. Und im Shop können wir uns natürlich noch Exclusive Jelly Eggs für 5B, für 12B oder sogar 20B kaufen. Ich würde sagen, wir machen da es jetzt einfach ein paar Mal, bis wir uns direkt mal gleich einen Titanic leisten können. Ey. Und hier gibt es natürlich auch wieder ein paar Boosts, wie zum Beispiel Super Lucky, Ultra Lucky und auch Pock Lucky wieder. Der ist normalerweise ziemlich krass und sollte uns das Spiel ziemlich erleichtern. You earned a free Hype Gift. Woher das jetzt? Okay, ich bekomme die ganze Zeit free Hype Gifts. Ich weiß nicht mal wofür. Lass uns mal das Anniversary Gift aufmachen, Leute. Oder auch einfach nicht, weil ich nichts mehr drücken kann. Ich kann nicht mehr auf meinen Inventar klicken. Es passiert gar nichts mehr. Das ist ein wunderbares Pet Simulator X Fake Spiel. Also jetzt öffnet sich's. Und? Ja, okay, eine Party Cat. Eine ganz normale Party Cat. Das ist ziemlich schlecht. Aber der hier drüben macht mal 8 Exclusive X11 auf. Komm, ich will, dass du einen Huge Pet siehst. Peinlich. Das ist peinlich. Okay, dann lass uns mal auch 8 Exclusive X11 aufmachen. Warte, das sollte normalerweise das Exclusive Egg 13 sein. Hier sind gar keine Titanic Jellies drin im Exclusive Egg 11. Das war das Hologramm-Egg. Hallo? Das ist das falsche Egg und ich kann es nicht mal öffnen. Aber ich habe gerade Jelly Corgi gezogen, Jelly Corgi und einen Jelly Panda. Ich sehe es hier in meinem Inventar. Aber hier draußen öffnet sich gar nichts. Ja, wir probieren es mal ganz kurz im Privatserver, würde ich sagen. Okay, wir müssen jetzt erstmal unsere erste Karte wählen. Und zwar entweder eine Katze, einen Babybär oder einen Bunny. Und ich würde sagen, wir nehmen einen Babybär mit Punch mal 3. Okay, zum Öffnen von Münzpaketen klicken. Gut, wir spielen an sich also einen Klicker-Simulator tatsächlich. Und hier haben wir so eine Animation. Wir machen hier Kartenpacks auf, als wären es so Pokémon-Karten einfach. Okay, und da drüben gibt es dann Münzpaket-Upgrades. Und ich glaube, umso bessere Pets oder so bessere Karten wir gleich ziehen, umso mehr Münzen bekommen wir dann auch, wenn wir ein Pack aufmachen. Okay, wir haben gerade das Green Money Pack. Dann gibt es noch das grüne Geldpaket Plus. Und da kostet eins 100 Münzen. Die habe ich jetzt schon. Dann Tree Money Pack. Kann ich mir das schon leisten? Nee, noch nicht ganz. Ich muss ein bisschen mehr klicken, damit ich die 500 zusammen habe. Genau jetzt. Und jetzt hole ich mir direkt schon mal das Tree Money Pack. Und da ziehen wir dann, glaube ich, 6 Karten auf einmal. Dann gibt es hier drüben noch ein Haustier-Booster-Paket. Okay, da ziehen wir dann neue Haustiere raus. Ey, an sich finde ich die Idee von dem Spiel eigentlich voll cool. Jetzt die Umsetzung ist boah, eher so ein Mäh. Aber, ey, die Idee ist cool. Okay, was haben wir hier? Sammle hier deine TCG-Karten. Ein perfektes Booster-Paket für Anfänger. Wie viel kostet das eins? Kaufe? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal eins gekauft. Und das kann ich jetzt öffnen. Und, okay, Biene. Normales Element. Was bringt mir das überhaupt? Und noch eine Biene. Das sind bessere Pets, als ich am Anfang gehabt habe. Okay, ich will nochmal kaufen. Und Katze, schlecht. Babybär und eine Maus. Ist die stark? Gut, dann kann ich jetzt wahrscheinlich auch meine Karten hier auf ganz entspannt mal equippen, oder? Okay, ich habe gerade meinen Babybär ausgerüstet. Und jetzt rüsten wir direkt mal Maus, Katze und beide Bienen aus. Das heißt, wenn ich jetzt ganz mal neue Karten ziehe, dann bekomme ich sehr, sehr viel mehr Coins. Plus 26 pro gezogene Karte. Das ist stark. Und wir können auch direkt schon mal rebirthen für 500 Coins. Ja, dann machen wir das einmal, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt gleich genug Coins für die zweite Region. Und dann schauen wir nochmal, ob es da was gibt. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Spiel. Die erste Region haben wir damit freigeschaltet. Ja, sieht ganz okay aus. Und jetzt haben wir weitere Münzpaket-Upgrades und ein weiteres Haustier-Booster-Paket. Ja, ich will mehr. Magic Forest. Ein Pack kostet 10.000. Okay, das ist teuer. 6,5 Stunden später. Und wir haben genug Cash. Dann gönnen wir uns das nächste Booster-Pack aus der Waldregion. Und komm, jetzt ziehen wir irgendwas Klasse. Oh, seht ihr das? Das sind irgendwie so Glitzersteine. Eine Waldfee. Mal 35 göttlich. Das ist ein seltenes Pet. Eine seltene Karte natürlich. Kein Pet. Wie stark ist die? 35, 25. Hä, das sind ja übel krasse Karten, die ich da gezogen habe. Dann haben wir theoretisch noch die anderen Dinger gezogen. Diese Elementarkarten. Aber ich habe auch selbst im Pokémon nie verstanden, was die gebracht haben. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Was zur Hölle ist das für ein Spiel? Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Hier klicken. Ja, dann klicken wir natürlich auf den Furz. Bam. Und wir bekommen durch den Furz direkt mal Münzen. Klar. Und hier füllt sich auch diese Kiste
mit Fürzen. Ich glaube, wir jedes Mal, wo wir drauf klicken, bekommen wir einen neuen Furz. Und dann gibt es noch hier Big Poop. Dafür müssen wir aber natürlich Robux ausgeben. 59 Robux für den großen Kack. Und dann haben wir noch einen Massive Poop für 99 Robux. Haben wir dann den Mega Poop. Ich will wissen, was passiert, wenn wir die Box gefüllt haben. Bekommen wir dann mehr Coins? Was passiert dann, wenn die Box komplett gefüllt ist? Die Box ist gleich voll. Wir füllen die tatsächlich ziemlich schnell einfach. Die Box ist gleich voll. Und was soll jetzt passieren, oder? Die werden jetzt nicht einfach auf die Map fallen, oder? Was soll man hier machen? Aber Leute, das ist natürlich nicht das einzige coole Spiel, das ich gefunden habe. Sondern ich habe natürlich auch noch den Haustier-Simulator X-Obby. Das ist jetzt ein Pet-Simulator X-Fake. Jetzt kann mir niemand mehr sagen, dass das kein richtiger Fake ist. Willkommen bei Pet-Simulator X-Obby. Starten. Ja, Mann. Wir haben hier den Pet-Simulator X-Brunnen. Wir haben, naja, goldene Haustiere. Also die Goldmaschine ganz normal. Und wir haben eine entspannte Obby. Die sieht jetzt nicht allzu schwer aus, tatsächlich. Aber wir haben natürlich auch wieder Skip Stage für 5 Robux. Ey, das ist ganz billig. Seid ihr dumm, Leute? Ihr seid beide beim ersten Sprung gestorben. Wie schlecht kann man sein? Also mir würde das niemals passieren. Kann ich hier rüber? Das war nicht der erste Sprung, deswegen zählt das nicht. Ich wollte nur schauen, ob man da rüber... Das war der erste Sprung. Okay, wir reden einfach nicht darüber. Ich mache das jetzt ganz still fertig. Und dann schauen wir, ob wir am Ende unser Huge-Bet bekommen. Wie wär's damit? Letzter Checkpoint und wir haben es natürlich geschafft, ohne einmal zu sterben. Aber hey, bekomme ich jetzt ein Huge Pet? Also, hier steht ja irgendwie nichts. Steht im Chat irgendwas von... Ich glaube, wir wurden einfach gescampt vom Spiel. Hier gibt es gar kein Huge Pet. Naja, dann ab zum nächsten Spiel. Wir haben tatsächlich noch hier Fake Pet Simulator X New Version. Das ist nicht die alte Version. Und die haben auch noch nicht viele Leute gespielt. 919 Besuche. So, was gibt's denn hier? Okay, wir haben hier instant mal einen Sprint-Button. Wofür auch immer wir den brauchen. Dann die ganzen Texturen, die nicht laden. Eine sehr hässliche Pet Simulator X-Map und einige Floppers und Squirrels. Was zur Hölle? Oh, ich habe ein Schwert. Ich muss mal ganz kurz was... Oh mein Gott, ausprobieren. Ente. Für die Wissenschaft. Ha? Oh, was zur Hölle ist das hier für eine Waffe? Ey, Error. Oder ich muss mal ganz kurz... Ich wollte an der Ente was austesten. Für die Wissenschaft, Ente. Miguel, komm ganz kurz her. Können wir diese Eggs hier öffnen? Nee, hier geht gar nichts. Oh mein Gott, mir laufen die ganze Zeit Kinder hinterher und wollen mich umbringen. Ich brauche eine Bombe. Nein, Miguel hat meine Bombe geklaut. Ja, ich habe die Bombe bekommen. Ich muss ganz kurz die Bombe auf euch werfen. Explodiert die dann auch mal? Okay, das war ziemlich traurig tatsächlich. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Okay, geh weg, geh weg. Warum laufen hier gerade 3 Leute hinterher? Und warum könnt ihr mich von hier töten? Wir machen jetzt was, worin ich besser bin. Kostenloses, titanisches Haustier-Klicker-Simulator. Und ich glaube, das wird sehr wahrscheinlich eines von diesen Fake-Klicker-Simulator-Spielen sein. Wir spawnen rein, sehen eine Huge Cap mit so einer MLG-Brille. Dieses Free-Template. Ich liebe es, Leute. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Mir hier ein paar Klicks zu verdienen, dann mit dem Autoklicker hier sitzen, meine 500 Klicks erfarmen und mir erstmal einen Rebirth oder so ein entspanntes Pet holen. Wir haben hier ein Egg für 1000 Klicks und ein Egg für 1000 Diamanten. Was auch immer das sein soll. Wiedergeburt können wir uns auch schon leisten. 5 Stück direkt mal. Und dann kommen wir direkt mal auf die 1000 Klicks hier. Und holen uns ein Müllpad, ne Kätzchen. Ja, ja. Das Spiel will ich nicht mehr spielen. Okay, jetzt habe ich noch 2 Spiele übrig. Und zwar zum einen Pet Pause Simulator. Ein unfassbar schlechtes Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so ein Müllspiel. Es ist unfassbar. Man kann hier theoretisch sein Zeug abbauen, sich Münzen verdienen. Ich glaube, ich bin sogar in die zweite Welt gekommen. Aber das Spiel habe ich auch wieder gesehen, als ich nach Pet Simulator X gesucht habe. Ich hasse es so sehr. Mittlerweile gibt es sogar schon eine Lebensmittelwelt und eine Winterwelt. Aber dafür juckt sich niemand. So ziemlich, das sind die standardmäßigen Pet Simulator X-Fakes mittlerweile. Man hat nicht mehr diese Fakes von wegen, ich nehme einfach Pet Simulator X als Thumbnail und dann mache ich so, ja, kauf meine Huge Pets, dann bekommt ihr in Pet Simulator X richtige Huge Pets. Sondern mittlerweile macht man so Pet Simulator Z-Spiele oder man macht einfach diese komplett gleichen Spiele wie Pet Simulator X, aber nennen sie anders.